ist Fridolin Tschudi. Ich heiße Ranka Junge. Mein Name ist Dominik Refart. Ich bin Andreas Schönborn. Ich bin Devi Bühler. Weil die Menschheit immer mehr Fisch isst, gleichzeitig aber die Weltmeere recht stark leer gefischt sind, wird Aquakultur immer wichtiger. Kreislaufsysteme sind eine neuartige Form von Fischproduktionssystem, die sich dadurch unterscheiden, dass sie etwa 100 Mal weniger Wasser brauchen als die Fischzuchtsysteme, die wir bisher kennen. Mikroalgen sind mikroskopisch kleine Pflanzen. Sie wachsen überall dort, wo es genug Feucht ist für sie und wo es Sonnenlicht hat. Unser Ziel ist, dass jeder Mikroalgen einfach und zuverlässig wachsen kann. Wenn das funktioniert, dann können wir rasch grosse Mengen an Rohstoff herstellen. Ich habe das große Glück, in meinem Lieblingsgebiet der Ökotechnologie forschen und entwickeln zu dürfen. Und eines meiner Projekte beschäftigt sich mit Sanitärtechnologie. Dabei geht es darum, wertvolle Nährstoffe aus Fäkalien zurückzugewinnen, sodass sie wieder weiterverwendet werden können. Wir sammeln die Fäkalien nämlich in einem Trockenklo. Die Fäzes kommen dann hier in den Pyrolysereaktor. Bei Temperaturen über 350 Grad werden sie komplett zu Kohle umgewandelt, die dann im Gartenbau oder im Landbau eingesetzt werden kann. Das Ziel von dem Projekt ist, zusammen mit unseren südafrikanischen Partnern einen speziellen Wäschsalon für Südafrika zu entwickeln. Das Spezielle an dem Wäschsalon ist, dass er ganz ohne Energie, Frischwasser und Abwasseranschluss auskommt. Wir sind der Meinung, dass Aquaponik und verwandte Technologien eine sehr wichtige Rolle in der urbanen Landwirtschaft der Zukunft spielen sollten. In unserer Forschung untersuchen wir, wie man in ein Kreislaufsystem optimale Bedingungen sowohl für Fische als auch für Gemüse, die unterschiedliche Umweltansprüche haben, bieten kann. Besonders gefällt mir an diesem Projekt, dass wir mit der Entwicklung dieser Technologie verschiedene Probleme in einem angehen können. Beispielsweise können wir etwas gegen die Wasserknappheit in Südafrika machen und gleichzeitig neue Jobs schaffen und die Lebensqualität der Leute dort verbessern. Es ist jedes Mal ein magischer Moment, wenn eine neu angesetzte Algenkultur plötzlich grün wird. Als Forscher freut man sich aber auch an ungewöhnlichen Momenten. Einmal sind Schädlinge in unsere Algenkultur eingedrungen und haben alles zum Absterben gebracht. In solchen Momenten merkt man, dass auch die Pflege und der Schutz der Kultur sehr wichtig sind und dass wir auch dort noch viel zu forschen und zu lernen haben. Ein kürzliches Erfolgserlebnis ist zum Beispiel, dass wir das erste Mal hier in Wädenswil atlantischen Lachs ernten und den auch nachher essen. Mir gefällt besonders an diesem Projekt, dass es Ökologie und Technologie miteinander verbindet. Auf der einen Seite helfen wir mit, bessere Trockentoiletten zu entwickeln. Auf der anderen Seite tragen wir dazu bei, dass Nährstoffkreisläufe wieder geschlossen werden. Mit meiner Arbeit möchte ich dazu beitragen, dass die Städte der Zukunft keine Abfallschleuder mehr werden. Es sollen weniger Stoffe in die Stadt transportiert werden und weniger sollten diese verlassen. Das nennt man eine Kreislaufwirtschaft.